den dann sofort ins Monster-Team steckt, ist ja auch schön gut und richtig. Aber es ist trotzdem fies, so ein dickes Ding direkt zum Anfang hinzustellen und zu sagen, ja hier, viel Spaß damit, er wird dich töten. Wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Es gibt aber so ein gewisses Misstrauen mit diesen kleinen Monstern. Und das passiert wirklich nur ganz, ganz selten im Spiel, dass man so ein dickes Ding ins Gesicht kriegt, im normalen Spielverlauf, was dann einfach nicht tot zu kriegen ist, zu dem Zeitpunkt im Spiel. Ah, und da sind echt die zwei ziemlich die einzigen, an die ich mich gerade erinnere. Sonst? Alles auf jeden Fall machbar. Gut, Wambo beim ersten... Na, nee, Wambo geht. Ja, und Talos. Talos ist natürlich... Talos ist eine eigene Hausnummer. Talos ist fies. Aber machbar. Also da mit der ganzen Crew, ein bisschen Plan dahinter, geht das auf jeden Fall, vorausgesetzt, der Heiler wird nicht sofort one-hitted. Das kann natürlich auch immer passieren. Und ich möchte jetzt bitte, dass es Tag wird. Tag, bitte. Ich muss heilen, aber Tag, bitte. Ich wollte hier nicht so viel rumrennen. Mit dem Low-Level-Equipment, aber nein. Es wird einfach nicht Tag. Muss ich mich jetzt hier selber noch ein bisschen vergnügen. Weil solange Nacht ist, kann ich auch in diesem Kackdorf nichts machen. Oi, oi. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ein Pilz. Pilz, bitte. Putz. Putz. So, das war das. So, jetzt aber... Tag. 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 Nacht. Tag. Nacht. Tag. Nacht. Guck mal, es wäre Tag. Ich setze jetzt mal drauf, dass es jetzt ganz schnell mal eben Tag wird, wenn ich hier im Kreis laufe. Ja, Tag. Nacht. Tag. Nacht. Tag. Guck mal, es hat funktioniert. Beim 800. Versuch. Ach, guck mal. Hi, Blondchen. Möchtest du mir was sagen? Möchtest du mit mir gehen? Uns mal ein ruhiges Kornfeld suchen? Hello there, travelers. Welcome to Alexandria. Don't make this... sorry, I've never heard of him. Ja, das macht ja gar nichts. Ich möchte nur bitte eine Waffe haben. Das wäre auch schon mal nice. Hey, welcome to the weapon shop. How can I serve you? Was möchte ich denn? Ich möchte bitte... Ja, du hast exakt dasselbe, was der Dude vor dir hatte. Nur halt noch eine Axt für Jankos. Toll! Ja. 550 ist nicht viel, nein. Nimm doch. Und jetzt gebe ich. Jetzt haben wir einen zweiten Dude, den Rüstungsdude, der etwas mehr verkauft. Da kann ich, glaube ich, ja, da kann ich einiges kaufen. Ja, das ist ein Leather Kilt, ein Scale Armor und zwei Scale Shields. Ja, gucken wir mal. Fangen wir erstmal an mit. Warum habe ich nur noch eine? Ja, die für den anderen habe ich schon verkauft. Ist okay. Das Kupferschwert verkaufe ich, glaube ich, nicht. Weil es ein Bronzemesser gibt. Da wüsste ich nicht, was ich sonst damit tun soll. Also weg damit. Ja gut, und diese scheiß Stoffrüstung kann auch weg. Das Kopftuch behalte ich auf jeden Fall. Erst natürlich aus Style-Gründen und zweitens aus, das kann man, glaube ich, noch benutzen hinterher. Du kriegst erstmal eine dicke Rüstung. Batz! 50 Kilo Schuppenrüstung. Du kriegst deinen geilen Lederkill, du Schotte, in Geheimhaltung. Und jetzt habe ich natürlich nicht mehr genug für auch nur ein Scale Shield. Das ist schade. Aber was können wir noch verkaufen? Was können wir verkaufen? Den Lederharnisch brauche ich, glaube ich, auch für nix. Und Leder. Ja, Lederschilder kannst du, glaube ich, noch was mitmachen. Da bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Die Unterbuchse kannst du auch noch was mitmachen. Ah. Na gut, fangen wir erstmal mit einem. Nein, den da. Für Jengis, weil der Def nötiger hat. Ne, Lederschild nicht, verkaufe ich jetzt nicht, weil ich meine, kann man doch irgendwas mit Alchemie mitmachen. Ich bin mir gerade auch gar nicht ganz so sicher. Aber jetzt wird erstmal Jessicas Haus geraidet und ja, jetzt hole ich sie erstmal aus dem Haus raus. Ich will in der Quest auch ein bisschen weiterkommen.
auch immer dieser Fluss hergeht, der ist definitiv nicht draußen. Warte mal, ist das hier... Hört der hier einfach auf? Der geht doch da raus, der Fluss. Ach, okay, ja, ja gut. Wird bestimmt sinnig sein. Ich sehe gerade... Na... Ist doch toll, dass wir das ganze Dorf eingezäunt haben. Man bloß nicht rausgucken kann. Nett gemacht, Game Designer. Nett gemacht. Naja, hat bestimmt gerade Zeitdruck. Oh Leute, wir haben Dorf fertig. Man guckt nur auf Scheiße drauf. Und wir haben keine Zeit mehr. Also zollen wir einfach alles ein. Ja, gut. Ne? Alles eingezogen, fertig. Problem gelöst. Ah, da kann ich klauen. Ich kann nichts klauen. Wow, danke schön. Danke für gar nichts. Oh, hier ist Käse. Da ist Käse. Käse. Käse lässt sich verdammt teuer verkaufen anfangs. Das habe ich auch wirklich erst sehr spät gemerkt. Aber Käse lässt sich anfangs sehr teuer verkaufen. Wenn man Geld braucht. Ich. Ist hier irgendwas? Hier ist exakt gar nichts. Nice. Ja, dann hätte ich den unteren Part des Hauses schon mal durchsucht. Da ist die Mutterin, da sind die beiden Jungens. So, warte mal hier. Genau, da oben geht's auf den Dachboden. Oder geht's hier auf den Dachboden? Hier geht's auf den Dachboden. Ist da denn überhaupt noch irgendwas? Ne, da ist nur ein leerer Flur und Jessicas Zimmer, dass ich nicht reinkomme. Was zu klauen? Mini-Medaille! Nein, Wayfarer's Clothes. Sag ich nichts gegen. Geile Cutscene. Ins Mäuseloch. Eine Bestie. Ja, das ist wirklich tragisch wie sonst was. Putz. 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 So viele Putz. Eine Mondrautenknolle. Nice. Aber jetzt drücken wir erstmal unsere Maus. Das Loch. Der anderen Maus hinterher. Und dann können die im Mäuseloch wilde Sachen miteinander treiben. Von denen keine Maus jemals erzählen wird. Was im Mäuseloch passiert, bleibt im Mäuseloch. Kann ich hier unter den Schrank? Nein, meine Haare sind zu hart. Ich kann nicht unter den Schrank. Schade. Blöde. 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 Ganz wichtig, dass eine Maus ein Salto kann und dann einfach wie Superman weiterfliegt. Oh Gott, au, 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 ich falle die ganze Treppe runter, nein, au, 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 pff, Aber anscheinend geht's mir gut, wunderbar. Kuckuck. Boah, die muss nun auch mal wieder Öl nehmen aus, die quietscht ja ganz schön. Ja! Nehmen wir den Brief mit. Whee! Gott sei Dank ist die Seite von der Treppe so schön abgeflacht, sonst würde ich hier gar nicht mehr hochkommen. Von irgendwer mitgedacht. Hier eigentlich? Ne, hier kann ich. Hier darf ich nicht drauf. Doch, natürlich darf ich das. Kann ich dazu den Tellern? Das habe ich noch nie ausprobiert. Oder falle ich dann. Ah, ich kann die gar nicht erst runter. Finde ich auch nice. Aber die Balken kann ich dann garantiert auch nicht, wa? Ah, das wäre im Nachhinein gesehen so geil für ein Secret noch. Aber nein. Da kann. Ja, gut, da darf ich natürlich nicht hinter, weil da gibt's halt nichts. Nice. Also, das hätte man noch schöner machen können. Ich bin auch so ein Freund von so richtig fies versteckten Gegenständen, die dann auch gut sind.
dass man wirklich anstrengen muss, nachdenken muss, wie komme ich dahin, kann ich dahin, bringt mir das was, und dann ist man halt da und da ist halt wirklich was. Ja, die meisten Sachen sind entweder total obvious oder einfach nur doof versteckt heutzutage. I don't know who will find this letter, but please consider it my last will and testament. For by the time you read this, I will already be gone. I am going to the tower in the east. I will not return until my brother's death is avenged. Mother, I'm sorry for the damage I've caused to our family's reputation. But this is about something far bigger than tradition. I must follow my heart, no matter the consequences. Please, and to Bangers and Mash, I'm sorry for lying to you. Oh, es gibt schade. Verdammt! Ja! Hey, kommt er gleich nochmal. Ich weiß, dass es zweimal kommt, also habe ich jetzt natürlich offensichtlich bewusst geskippt. Und höre es gleich nochmal im Ganzen. So. Kuckuck! Wie auch immer die Tür zugemacht hat. Hallo, Bangers and Mash! Bangers and Mash ist übrigens umgangssprachlich für Bockwurst mit Kartoffelpüree. Oh, nee, gut, es ist keine Bockwurst, aber Wurst mit Kartoffelpüree. Was für eine Wurst, weiß ich gar nicht. Ha! I knew you were dodgy from the first moment I saw you, so don't think you can put one over on me. There's no way she's not in her room. So prove it! You can't just say something like that without proof. Are you a complete thicko or what? Hey, guck mal, ich hab doch einen Brief. So prove it! You can't just say something like that without proof. Are you a complete thicko or what? Yes, I'll show you her letter. So, jetzt auch im Ganzen. Ja. But please consider it my last will and testament. For by the time you read this, I will already be gone. I am going to the tower in the east. I will not return until my brother's death is avenged. Mother, I'm sorry for the damage I've caused to our family's reputation. But this is about something far bigger than tradition. I must follow my heart, no matter the consequences. Please forgive me. And to Bangers and Mash, I'm sorry for lying to you. I hope you'll forgive me as well. Signed, Jessica. What? A letter from Jessica? No way! You're lying! Nee. She's been in our room the whole time! So how could she give you a letter? I dunno. It sounds sort of real to me. Okay, fine. I'll check her room. But if I'm right, you better leave and never come back. Got it? Okie dokie. Just wait here. No running away now. What? Meine Güte, ist der nett. Hey, she is gone. Sag ich doch. Glaub mir doch mal, du Sack. Jessica's handwriting. But if she really did go to the tower, she'll end up just like her brother, Alistair. This is bad. This is really bad. We've got to do something. We've got to get her out of there. Lasse. This is partly your fault. Warum das denn jetzt? I'll open the door to the tower. You go in and get her. Got it? Naja. We've got to hurry to get to the tower. Go left down the path outside the village. Guck mal. Bangers joins your party. Oh, one more thing. I'll leave the monsters to you lot. Listen, Mash. Whatever you do, don't let Jessica's mum find out where she went. Yes, sir, Bangers. Ugh.
Jawohl, dann nehmen wir jetzt den Knirps mit und laufen zum Turm und gucken, ob Jessica wirklich da ist. Das wäre auch mal nice.